Buchmesse 2012. Wir sind hier am Hotspot Professional and Scientific Information und wir haben hier zwei Vertreter der Unternehmensgruppe PMG, und zwar Anne Wulff und Michael Knubbe. Was bietet die PMG? Was steckt hinter der PMG? Die PMG ist ein Dienstleister, der bundesweit tätig ist. Wir haben drei Produktionsstandorte, zum einen in Kassel mit der Firma Dierichs Druck und Media, zum anderen Griebsch und Rochol Druck, die wir hier auf der Messe präsentieren, und die Firma Prinz & Forms, ein, sage ich mal, Veredelungsspezialist in Richtung Drucksachenveredelung. Das Unternehmen hat mittlerweile 350 Mitarbeiter. Wir sind, wie gesagt, bundesweit tätig und bedingt dadurch, dass wir lange Jahre in einer Tradition für sehr viele Verlage, Fachverlage hauptsächlich und Zeitschriftenverlage arbeiten, haben wir natürlich hier unseren Stand mit der Präsentation Angebot Griebsch und Rochol im Bereich eben Mehrwertlösungen für Verlage. Meine Kollegin, die Frau Wulff, ist dort in diesem Bereich federführend tätig in der Leitung des Prepress-Abteilung, und ich denke mal, sie kann sicherlich noch ein paar Dinge dazu sagen. Dann fragen wir Sie doch mal, Frau Wulff, was genau liefert Griebsch und Rochol hier vor allem? Ja, wir stehen hier für Griebsch und Rochol mit dem Segment Publishing Services, und da wäre dann zum einen alles, was mittlerweile so über Webportale für den Kunden komfortabel bereitgestellt wird. Wir haben also selbst ein Webportal implementiert, wo sozusagen Web-to-Print Vorlagen für den Kunden direkt online verwaltet werden. Der Kunde kann dort die Vorlagen bearbeiten und kann dann eigentlich gleich seinen Druck-PDF generieren. In der Vorstufe bei uns sind in dem Publishing-Bereich ca. 20 Kollegen beschäftigt, unter anderem auch 5 Programmierer, die sich weitgehend damit beschäftigen, Automatisierungsprozesse für Printprodukte wie Einzelbuchtitel, lose Blatt und Zeitschriften anzulegen, sodass auch da der Kunde die Möglichkeit hat, über ein Online-Portal seine Druckdaten zu generieren, werden dann sofort im entsprechenden Layout formatiert und können halt als Druckdaten ausgegeben werden. Eine zweite Verwendungsmöglichkeit ist, daraus auch ein E-Book zu generieren. Da haben wir eben auch einen Workflow implementiert, um ein EPUB auszugeben. Und ja, weitere Möglichkeiten wären Portale, um einfach Unternehmensdaten, wir machen es selber so, also haben unsere eigenen Produktbroschüren, die dort verwaltet werden für die ganze Gruppe, sodass eben unsere Außendienstler und ja, jeder, der gerade in einem bestimmten Bereich ein Produkt vorstellen möchte, kann sich auch da die Vorlagen entsprechend recherchieren, die verfügbar sind, und kann die runterladen. Und ja, das ist eigentlich so, bei uns geht der Trend halt in der Vorstufe ganz klar dahin, also dass der klassische Mediengestalter sehr viele neue Aufgaben dazu bekommt, und dass es so eine Kombination wird. Und nehmen auch immer mehr Fachinformatiker dazu, die das halt ergänzen, um ja eigentlich so den Anforderungen, die jetzt sich aus unserer Sicht stellen und wo wir eigentlich auch das Gefühl haben, wir sind da eigentlich so an der richtigen Stelle, da auch für die Verlage dann da einzuspringen, das gemeinsam aufzubauen. Und das läuft eigentlich jetzt so seit Jahren ganz erfolgreich. Und hier auf der Messe ist halt immer eine sehr gute Gelegenheit, mit den Kunden dann wieder ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie weit sind wir da eigentlich schon, eben auch die Trends zu beobachten, was machen andere eigentlich. Natürlich hier auch hervorragende Mitbewerber, die da vielleicht in den Segmenten auch ähnliche Sachen machen. Und es ist halt immer sehr, sehr spannend und ja, sehr, sehr schön dann wieder noch viele Dinge mitzunehmen, als Input dann da weiter drauf aufzubauen. Sie sprachen das Thema Mitbewerber an. Was denken Sie denn, was ist Ihr, wenn man Neudeutsch so fragen darf, Ihr USP? Was ist bei Ihnen anders, was ist bei Ihnen besonders? Also wir stellen halt eigentlich immer fest in der Kommunikation mit dem Kunden, dass eine sehr hohe Zufriedenheit da ist. Also dass der Kunde eigentlich das Gefühl hat, wir sind da gut aufgehoben und haben immer einen direkten Ansprechpartner, der eigentlich das aufnimmt und wo dann recht schnell versucht wird, auch darauf zu reagieren. Also wenn es jetzt Kundenwünsche sind, im Sinne von, wir hätten hier gerne noch eine Ergänzung in einem Portal, dann auch wirklich zu sagen, jawohl, das haben wir uns jetzt hier notiert und gehen es dann auch. Also maßgeschneiderte Lösung, ganz genau. Sie sind ja nun beide, ich sage mal, alte Buchmesse-Hasen. Das ist nicht Ihre erste Buchmesse. Wie ist die Stimmung insgesamt? Wie sehen Sie es im Vergleich zu den Vorjahren? Ich denke mal, dass wir jetzt mittlerweile in den ersten Tag, der fast zu Ende geht, eigentlich schon ein positives Fazit ziehen können.
Wir werden sicherlich, sagen wir mal, an den ersten Tagen nicht so stark frequentiert, aber die ersten Kundengespräche, die stattgefunden haben, waren schon in die Tiefe gehend. Wir haben schon einige gute Dinge auch von der Beratungsseite her leisten können. Und wichtig ist, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen bei der Ausführung von Frau Wolf rausgekommen, ist einfach die Tendenz, dass wir versuchen, in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, eine sehr klare, offene und gesunde Kommunikation mit unseren Kunden hinzukriegen, was uns auch sicherlich in vielen Teilen immer wieder gelingt. Und diese offene und ehrliche Art zeigt sich eigentlich auch im Umgang vom Kunden zu uns wiederum. Insofern denke ich mal, werden die nächsten zwei Tage auch hier sehr interessant sein. Wir erwarten noch einiges an Besuch und ich sehe das eigentlich sehr positiv, auch wenn man heutzutage vielleicht sagt, gut, okay, die Wirtschaft schwingt schon wieder so ein bisschen in Richtung Negativtendenz. Aber wir haben im Moment eigentlich eine sehr gute und zufriedenstellende Auftragslage. Und wichtig ist, wenn der Kunde zufrieden ist, sind wir auch zufrieden. Und das ist das Auto. Das klingt doch schon mal gut. Also die Kernbotschaft, das ist nicht nur alles eine gute IT, eine gute Software, sondern eben auch ganz wichtig, die Kommunikation mit dem Kunden, die maßgeschneiderten Lösungen. Ja, das also sehe ich ganz deutlich. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin eine gute Buchmesse. Ich denke, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder und können dann hoffen dann, dass wir auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, Anke Wolf und Michael Knubbe. Ja, vielen Dank.